Hallo zusammen. Ähnlich wie unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde Donald Trump bei einer Sportveranstaltung, die er besuchte, vom Publikum frenetisch gefeiert. Die Halle war mit mehreren 10.000 Zuschauern besetzt. Und Donald Trump genoss den Jubel sichtlich. Im Gegensatz zu den Meldungen unserer Mainstream-Medien und öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Rundfunkanstalten scheint Donald Trump aber nicht nur bei Sportfans, sondern auch in seiner eigenen Partei recht beliebt zu sein. Bei der letzten Umfrage stellte sich heraus, dass er etwa 70% der Republikaner hinter sich hat. Sein schärfster Rivale, sollte er sich wieder zur Wahl stellen, wäre wohl der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis. Dieser kommt auf ca. 20%. Die Chancen stünden also gut. Donald Trump könnte es noch einmal schaffen ins Weiße Haus. Ach ja, während Donald Trump bei einer Sportveranstaltung gefeiert wurde mit mehreren zigtausend Zuschauern, war Angela Merkel bei einer Veranstaltung des weltbekannten Angelvereins Hecht und Flunder. Guten Appetit, Frau Merkel, lassen Sie es sich schmecken. Trotzdem muss man ja der Bundeskanzlerin ein Lob aussprechen. Dieses Bild ist noch nicht der Zensur zum Opfer gefallen. Das ist Volksnähe, das ist Meinungsfreiheit. Wir bedanken uns dafür sehr herzlich. Leute, denkt weiterhin dran. Angst muss nur der haben, der Angst haben will. Denkt an den 1.8. in Berlin eine Großdemonstration, wenn die Gerichte sich nicht wieder querstellen. Wir werden sehen, was dann passiert. Leute, bleibt stark, geht hinaus, sagt euren Nachbarn und Verwandten, was ihr wisst, nennt ihn Zahlen, Daten und Fakten. Dann bröckelt und bröselt es umso schneller. Habt einen schönen Start in die neue Woche. Wir sehen und hören uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.